Die Bundesregierung hat den Weiterbetrieb der verbliebenen drei Kernkraftwerke bis zum 15. April auf den Weg gebracht. Das Kabinett billigte die dafür nötige Änderung des Atomgesetzes. Vor zwei Tagen hatte Bundeskanzler Scholz den Atomstreit zwischen Grünen und FDP mit einer klaren Ansage beendet. Nun ist der Bundestag am Zug, der in der zweiten Novemberhälfte darüber abstimmen könnte. Das Machtwort des Kanzlers, heute als Kabinettsbeschluss verabschiedet. Ohne erneute Diskussion zwischen Grünen und FDP. In, so heißt es, gerade mal 4 Minuten. Leicht verlängerte Laufzeiten für 3 Atomkraftwerke, aber auch ein klares Ja zum Atomausstieg. Wir werden mit einem Gesetzentwurf jetzt ermöglichen, dass Sie im Streckbetrieb bis zum 15.04. noch einen gewissen Beitrag für die Stabilität der Stromversorgung in Deutschland leisten können. Danach endet diese Erlaubnis endgültig. Die Energiekonzerne beginnen mit den Vorbereitungen. Isar 2 in Bayern hat Reparaturbedarf. Neckar-Westheim 2 und Emsland müssen kurz heruntergefahren werden, um den Betrieb bis Mitte April zu ermöglichen. Aber nicht länger. Für den nächsten Winter sind wir sehr zuversichtlich, dass wir eine andere Situation vorfinden werden, weil ja der Aufbau einer alternativen Gasinfrastruktur an den norddeutschen Hafenstandorten vorangeht. Im Bundestag kritisiert die Opposition den Kabinettsbeschluss. Die AfD hat eine Aktuelle Stunde beantragt. Wir brauchen alle Ressourcen zur Belieferung mit Gas. Ja, auch die russischen müssen genutzt werden. Das lehnt die Union klar ab. Sie fordert mehr Atomenergie, den Ausstieg vom Ausstieg. Deswegen sollten diese Kernkraftwerke bis mindestens Ende 2024 laufen. Wir sollten neue Brennelemente bestellen. Niemand, der irgendwie mit Vernunft auf das Problem schaut und auf die mögliche Lösung, kann zu einem anderen Ergebnis kommen. Diese Forderung hören die Minister selbst nicht. Sie fehlen auf der Regierungsbank. Bundesverkehrsminister Wissing will das Ladenetz für Elektroautos zügig ausbauen. Er stellte heute einen sogenannten Masterplan vor, der vom Kabinett gebilligt wurde. Wissing sagte, Lücken müssten vor allem auf dem Land vermieden werden. Die E-Mobilität werde nur Akzeptanz finden, wenn das Laden so einfach wie das Tanken sei. 15 Millionen reine Elektrofahrzeuge sollen laut Koalitionsvertrag 2030 auf Deutschlands Straßen fahren. Im Moment gibt es gerade einmal 700.000. Das Ladenetz sei für die Zukunft nicht leistungsfähig genug. Man werde es jetzt zielgerichtet ausbauen, kündigt der Verkehrsminister an. Dazu wollen wir es Unternehmen erleichtern, etwa auf ihren Parkplätzen Ladepunkte anzubieten und setzen einen Schwerpunkt auf das Errichten von Ladeinfrastruktur in Quartieren und an Tankstellen. Für das Laden zu Hause wollen wir die Möglichkeiten der Nutzung selbst erzeugten Solarstroms verbessern. Mehr als 68.000 öffentliche Ladepunkte gibt es momentan in Deutschland. 2030 sollen es 1 Million sein. Dafür müssten rein rechnerisch täglich mehr als 300 Ladesäulen in Deutschland neu aufgestellt werden. Der heutige Masterplan sei ein Bürokratiemonster, sagen die Kritiker des Verkehrsministers. Seine Aufgabe sollte sehr viel mehr sein, ohne Geld auszugeben, dass er den Ausbau von entsprechenden Lademöglichkeiten vereinfacht durch Bürokratieabbau, durch den Verzicht auf jahrelange Ausschreibungen und Bewerbungsvorgänge. Auch das deutsche Stromnetz ist für die vielen Ladesäulen nicht vorbereitet. Die Bundesregierung will das nun ändern. Das Netz als Schlüssel zur E-Mobilität. Die deutsche Automobilindustrie begrüßt das. Dafür gibt es bis heute keinen ausreichenden Ausbauplan. Jetzt soll vorauseilend das Stromnetz ausgebaut werden. Das ist einer der stärksten Punkte des Masterplans. Die Bundesregierung hat sich nicht nur für Pkw weitreichende Ziele gesetzt. Nächstes Jahr soll die Ladeinfrastruktur für elektrische Lastwagen vorgestellt werden.